Himmel über Baden. Informationen und Reportagen aus der evangelischen Kirche. Mit gutem Beispiel voran und das 100% emissionsfrei. Wenn sich Friesenheims Pfarrer Rainer Janus mit seinem offiziellen Dienstfahrzeug auf den Weg macht, bleibt nicht nur der Umweltgedanke alles andere als auf der Strecke, auch der ein oder andere ortsfremde Passant reibt sich mit Sicherheit verwundert die Augen. Auf einem elektrischen Liegerad. Hier in Friesenheim durchaus kein seltener Anblick. Der düst regelmäßig an mir vorbei. Und zwar mit einer Windeseile, um die ich ihn oftmals beneide, vor allem am Berg. 250 Watt Xingfeng Elektrogetriebemotor, 36 Volt Lithium-Eisenphosphat-Akku, zwischen 40 und 60 Kilometer Reichweite bei voller Aufladung. Da kann man schon mal neidisch werden. Die eigentliche Idee, ein zum Pedelec umfunktioniertes Liegerad als Dienstfahrzeug zu nutzen, kam Pfarrer Janus, als sich die Gemeinde vor einigen Jahren dazu entschied, den alten Dienstbus aufgrund fehlender Auslastung in den Ruhestand zu schicken. Für mich hat sich dann die Frage gestellt, ja, was mache ich eigentlich? Steige ich auf meinen Privat-Pkw um, ebenfalls Diesel, oder gibt es irgendeine Möglichkeit, auch umweltgerechter den Dienst zu versehen? Und dann war die Idee sehr schnell geboren. Mit dem Fahrrad fahre ich sowieso gern. War die Idee geboren, das Fahrrad eben mit einer elektrischen Ausstattung zu versehen, dass man auch größere Strecken oder auch bequemer fahren kann. Das war einfach eine Idee und wir wollten es austesten. Zu Beginn ein Versuch, stellte sich das besonders umweltfreundliche Fortbewegungsmittel schnell als Erfolgsmodell heraus. Ich habe als Pfarrer einen Beruf, wo ich nicht mich viel bewegen muss. Ich stehe oder ich sitze, aber ich bewege mich nicht. Und da kann ich jetzt einfach dadurch, dass ich Fahrrad fahre, Bewegung in meinen täglichen Arbeitsablauf integrieren. Dabei überzeugt nicht nur der persönliche Fitnesseffekt, auch die Gemeinde profitiert. Wenn ich mit dem Auto irgendwie durch die Straßen fahre, dann kann ich vielleicht noch winken und kann grüßen, aber mit den Menschen keinen Kontakt aufnehmen. Mit dem Fahrrad kann ich jederzeit anhalten. Es gibt ein kleines Schwätzchen. Man trifft den Pfarrer und sagt ihm dieses oder jenes. Das ist einfach eine Form von Gemeindearbeit, die wesentlich näher am Menschen ist, als wenn ich mit dem Auto fahre. Laufen ging natürlich auch, aber das dauert dann doch relativ lang, also da ist man dann zu lange unterwegs. Und auch wenn Pfarrer Janus zugibt, bei widrigen Witterungsbedingungen doch gelegentlich auf seinen mittlerweile mit Erdgas betriebenen Privat-Pkw umzusteigen, als ökologisches Vorbild taugt er allemal. Grenzüberschreitend und interreligiös ist das Frauenmahl 2015, das die Evangelische Landeskirche in Baden gemeinsam mit der Evangelisch-Reformierten Kirche und der Römisch-Katholischen Kirche in Basel veranstaltet. Schauplatz ist in diesem Jahr die erste Citykirche der Schweiz, die Elisabethenkirche in Basel. Besucher erwarten Tischreden aus Politik, Kunst, Kirche und ein Vier-Gänge-Menü. Mehr Infos zum Frauenmahl 2015 gibt es online unter www.frauenmahl.de. Fremde kann Angst auslösen, sie kann aber auch Neugierde schaffen und bereichern. Die Ausstellung Unterwegs zu den anderen erzählt von den Begegnungen zwischen Menschen verschiedener Kulturen, die auf beiden Seiten Alltag und Weltsicht verändert haben. Die Geschichten der Missionare finden sich in Reisekoffern mit Bildern, Fotografien, Videos und persönlichen Dingen. Die 200-jährige Geschichte der Basler Mission ist eng mit den beiden evangelischen Landeskirchen in Baden-Württemberg verbunden. Zu sehen gibt es die Ausstellung im Schloss Beuggen in Rheinfelden noch bis Ende Oktober. Pilgern ist gesund, Pilgern macht gute Laune und jetzt ist Pilgern auch noch gut für die Umwelt. Unter dem Motto »Geht doch« machen verschiedene kirchliche Einrichtungen auf den ökumenischen Pilgerweg für Klimagerechtigkeit aufmerksam.
Ziel ist die diesjährige UN-Klimakonferenz am 7. November in Paris. Von Baden aus führen dabei zwei Wege über Kiel und Straßburg Richtung Paris. Während dem ersten durchqueren Reisende unter anderem Iringen, Kippenheim und Ichenheim. Der zweite badische Pilgerweg führt durch Rheinfelden, Schopfheim und Lörrach. Mehr Infos zu den Treffpunkten und Anmeldung gibt es unter www.klimapilgern-baden.de. Den Menschen in den Mittelpunkt stellen und ihm die Angst nehmen. Das ist das Motto von Professor Dietrich Grönemeyer, einem der wohl bekanntesten Ärzte Deutschlands und Bruder des Sängers Herbert Grönemeyer. Der bekennende Verfechter klassischer Heilkunst trifft in der Karlsruher Stadtkirche auf Rockpoet Wolfgang Abendschön und seine Akzentband. Zu sehen gibt es eine außergewöhnliche Konzertlesung gepaart mit einem Schuss Rock und Gospel. Karten gibt's auch bei Vorverkaufsstellen im Internet. Sie beantworten Flüchtlingen alle Fragen rund um ihre Erstregistrierung, den Asylantrag, schlichten Streit oder hören einfach nur zu. Die 18 engagierten Sozialarbeiter, Pädagogen und Psychologen vom Diakonischen Werk und der Caritas versuchen im Beratungssender der Heidelberger Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge das Ankommen der Schutzsuchenden zu erleichtern. Gesucht werden jetzt vor allem ehrenamtliche Dolmetscher für arabische Dialekte sowie iranische, kurdische und afrikanische Sprachen. Wenn Sie mithelfen möchten, richten Sie Ihre Anfrage am besten per E-Mail an phv-ehrenamt@caritas-diakonie-hd.de. Ja, tatsächlich. Man kann in Religion sogar Abitur machen. Schriftlich und mündlich. Mein Gesprächspartner war baff. Das ist ja unglaublich, meinte er. Und so fügte ich hinzu, die Punkte, die man im Abi in Religion macht, zählen genauso viel wie die in Mathe oder Englisch. Schließlich ist es wichtig, dass die Menschen auch religiös gebildet und sprachfähig sind. Religion ist schließlich auch was für intelligente Zeitgenossen, die Glaube und Wissenschaft, Moral und Geschäft, Kultur und Tradition verknüpfen können. Und es gibt ja viele tatkräftige und wache Zeitgenossen, Leute, die in Politik und Forschung als Künstler oder Techniker etwas leisten, die den Menschen auch im Gegenüber zu Gott sehen. Jesus hat zwar ausdrücklich auch die als Kinder Gottes gesehen, die keine großen Lichter sind. Das heißt aber nicht, dass die Klugen ausgeschlossen seien vom Glauben und Religion nichts für Menschen, die klar denken und verantwortlich entscheiden. Also, Religion im Abitur. Denn Bildung hat schließlich etwas mit der Fähigkeit zu tun, sich auszudrücken, möglichst viele Sprachen zu lernen. Die der Naturwissenschaft, fremde Sprachen, aber auch die Sprache der Gefühle und eben die des Glaubens, die man immer dann braucht, wenn es entscheidend wird im Leben. Mein Name ist Brigitte Scherer-Reis. Ich bin 70 Jahre alt und lebe in Karlsruhe. Meine Eltern sind nicht sehr religiös gewesen. Also meine Mutter hat die kommunistische Jugendweihe gehabt und wir waren sehr frei denken. Aber meine Mutter hat immer mit uns am Abend gebetet. Immer so, damit wir dann auch still sind, hat sie so ein kleines Gebet gesprochen, das ich bin klein, mein Herz ist rein, darf niemand drin wohnen als Jesus allein und so. Und ich habe mir aber dann immer viel Gedanken gemacht danach, weil, wieso ist der in meinem Herzen und nur der allein und meine Mama nicht und so. Ich war sehr wissbegierig, ich glaube. Ich wollte immer wissen, was ist dahinter. Und wie ist das alles entstanden? Und wenn man sagt, die Urknalltheorie, ja, was war davor? Also ich habe da immer so einen Wissenshunger gehabt. Auch die anderen Religionen haben mich immer fasziniert. Guck in dich, spür, was du wirklich willst, was dir wirklich wichtig ist. Und dann versuch, den Weg zu gehen. Und ich meine, das ist Gott. Gott ist ja nur ein Wort. Gott ist ja nur ein Wort. Es ist ja eigentlich ein Wort dafür, für das, was wir nicht begreifen können. Wenn ich vor einer Entscheidung stehe und ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll, weil
beide Wege möglich sind, dann würde ich mich für den Weg der Liebe entscheiden. Und der ist manchmal auch gar nicht so einfach, sondern er ist holprig und unangenehm, also oder weniger erfolgversprechend, weil oft der egoistische Weg oder der Weg wäre vielleicht viel erfolgreicher, aber wenn ich dann jemanden verletzen würde oder jemanden verdrängen würde oder so, dann würde ich doch den Weg der Liebe wählen.